Hallo, ich bin Florian Rackl, PGA Golf Professional und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Solltet ihr diesen noch nicht abonniert haben, macht das, es ist gratis und ihr verpasst keines meiner Videos mehr. Solltet ihr noch besser trainieren wollen und euer Spiel auf ein anderes Level heben wollen, dann besucht meine Video-Coaching-Plattform www.rackl-golf.at. In diesem Video heute geht es um die Distanzkontrolle und welchen Schläger ich für welche Situation rund ums Grün am besten verwenden kann, um den Ball so nahe wie möglich an die Fahne zu bekommen. Es ist Teil 2 einer Chip-Miniserie. Habt ihr Teil 1 noch nicht gesehen, wo es um die Technik geht, um das Setup, um die Schwungbewegung? Dann klickt auf den Link, ich habe es euch oben eingeblendet, und schaut euch das an, damit ihr die besten Treffer bei der Chip-Bewegung herausbekommt, die möglich sind. Habt ihr das angeschaut und ihr fragt euch jetzt, mit welchem System bekomme ich den Ball so konstant wie möglich, so nah wie möglich an die Fahne dran, dann seid ihr hier genau richtig. Diese Chip-Technik funktioniert im Prinzip mit jedem einzelnen Schläger, egal ob das ein Pitching Wedge ist, ein 9er Eisen, ein Sand Wedge, ein Gap Wedge, ein Lob Wedge. Es ist, die Technik ändert sich nicht, aber es verändert sich natürlich die Schwunglänge, denn ich habe mit den verschiedenen Schlägern verschiedene Lofts, ja, und es verändert sich natürlich somit auch die Flughöhe. Ja, und das muss ich wissen, wie weit der Ball fliegen muss mit dem jeweiligen Schläger und wie viel rollt er aus. Und da kann ich heute euch einen sehr guten Guide geben, wie ihr das am besten umsetzen könnt. Ich habe jetzt heute ein Sandwedge und ein Pitching Wedge. Der Loftunterschied beträgt hier ca. 10 Grad, ja, also recht eine große Lücke. Ich verwende auch meistens diese zwei Schläger. Ich habe das Sandwedge zum Beispiel für höhere Chips, ja, die weniger auslaufen, und das Pitching Wedge für Bälle, die flacher in das Grün gespielt werden, die auch wesentlich mehr Roll haben. Es gibt hier eine kleine Formel, die ich euch von Anfang an gleich sagen möchte. Und zwar bei dem Sand Wedge, mit dieser Technik, wie ich sie euch in dem letzten Video gezeigt habe, ist das Flug-zu-Roll-Verhältnis ca. 50-50. Das heißt, der Ball fliegt gleich weit, wie er ausrollt, ausgehend von einem Grün, das gerade ist und eine neutrale, normale Geschwindigkeit hat. Gibt es hier Lagen, die ihr am Grün habt, wo eine Welle drin ist, die bergauf geht, bergab geht, ja, dann müsst ihr das natürlich intuitiv mit einbeziehen in euren Landepunkt, ja, damit das auch stimmt. Aber von einem geraden Grün ausgehend beim Sandwedge 50-50. Und das ist natürlich super, wenn ich jetzt hier am Rande des Grüns bin und ich schaue mir diesen Chip an, dann kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, wo die Hälfte des Weges ist. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, das sind ca. 15 Meter, die ich habe, dann muss der Ball mit dem Sandwedge ca. bei 7,5 Metern aufkommen und er wird die restliche Strecke automatisch ausrollen. Meistens ist es ja so, dass man bei dem Chippen Pi mal Daumen schätzt, wie fest oder wie groß der Schwung sein muss. Man ist sich auch oft bei dem Schläger nicht sicher. Ja, und macht dann das aus dem Gefühl heraus, was teilweise sehr gut funktionieren kann. Aber mit diesem System, wenn ich mir den Landepunkt vorstellen kann, dann wird das wesentlich einfacher. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier mal die Mitte des Weges vor, die Hälfte. Ich blende euch das auf dem Grün ein, wo der Ball ungefähr aufkommen soll. Und dann versuche ich mal, diesen Punkt zu treffen mit meinem Sandwedge. Ja, das hat schon sehr gut ausgeschaut. Der Ball ist genau bei der Mitte aufgekommen, ja, und er rollt die zweite Hälfte auf dem Grün aus. Und das ist was, das ich sehr gut trainieren kann. Ich kann mir ein Schlägerhandtuch, ich kann mir irgendwas auf das Grün legen, ja, und kann versuchen, aus verschiedenen Positionen um das Grün mit verschiedenen Schlägern auch dieses Handtuch zu treffen. Denn wenn ich dann weiß, wie weit der Ball noch ausrollt, dann kann ich mir diesen Punkt, den ich hier als Trainingszwecke irgendwo hinlege aufs Grün, immer vorstellen. Es macht auch sehr viel Sinn, das mit Chippingnetzen zu trainieren, die man auch zu Hause im Garten oder im Wohnungsgang verwenden kann. Denn was ihr dabei lernt, ist, eine gewisse Zone im Flug zu treffen. Und wenn ihr dann wisst, bei dem jeweiligen Schläger, den ihr verwendet, wie weit der Ball ausrollt, dann wird das Chippen und die Distanzkontrolle wesentlich, wesentlich einfacher. Denn beim Chippen ist es meistens so, dass wir nicht 3-4 Meter in der Richtung verfehlen, aber in der Länge sehr, sehr wohl. Das hängt einerseits natürlich davon ab,
von der Technik und dass ich den Ball konstant gut treffe, aber andererseits auch dann, was für einen Schläger nehme ich und wo lasse ich den Ball landen und wie groß ist mein Schwung. Die Schwunglänge soll ja immer 1:1 bleiben. Das heißt, da muss ich ein bisschen ausprobieren mit den Schlägern, wie groß der Schwung sein muss, um den Ball so weit fliegen zu lassen. Aber wenn ihr wisst, beim Sandwedge schon Flug-zu-Roll-Verhältnis 50-50, dann werdet ihr euch hier schon wesentlich leichter tun. Gut, wir nehmen jetzt als zweites das Pitching Wedge. Das Pitching Wedge, wie ich vorher schon erwähnt habe, hat wesentlich weniger Loft. Ja, der Ball wird hier flacher gehen. Das heißt, das Flug-zu-Roll-Verhältnis wird sich verändern. Das heißt, bei dem Pitching Wedge wieder von einem geraden, normalen Grün ausgehen mit normaler Geschwindigkeit, habe ich hier ein Verhältnis zu einem Drittel Flug und zwei Drittel Roll mit dieser Technik. Und das versuchen wir jetzt auch gleich mal umzusetzen. Ich blende euch das erste Drittel wieder ein, wo der Ball im Prinzip landen soll, dass er dann im Prinzip die richtige Rollphase bekommt zum Loch hin. Jawohl, auch der schaut gleich sehr, sehr gut aus. Genau das Drittel getroffen. Ihr seht auch, der Ballflug ist schon wesentlich flacher und durch das hat der Ball einfach mehr Geschwindigkeit nach vorne und wird mehr ausrollen. Der Tipp, den ich für euch habe, trainiert, wie gesagt, mit einem Handtuch, das ihr irgendwo auf dem Grün platziert. Ja, und versucht von verschiedenen Positionen rund um das Grün mit verschiedenen Schlägern dieses Handtuch im Flug zu treffen. Vorwiegend sucht ihr euch zwei Schläger zum Chippen aus. Je mehr Schläger man verwendet, desto mehr Flug-zu-Roll-Verhältnisse muss man sich merken. Ja, ich nehme meistens das Sandwedge für den höheren Chip und das Pitching Wedge für den flacheren Chip. Würde ich jetzt zum Beispiel auf der Runde im Turnier sein, aus dieser Position spielen müssen, dann würde ich wahrscheinlich das Pitching Wedge nehmen, denn der Ball kann mehr rollen. Ich brauche dafür auch einen kleineren Schwung als für das Sandwedge, denn wenn der Ball mehr fliegt, auch mehr Höhe generiert, brauche ich natürlich mit einem mehr loftigen Schläger mehr Geschwindigkeit, um diese Distanz dann zu erreichen, weil er ja weniger ausrollt. Das heißt, versucht, wenn die Fahne weit hinten steht im Grün, immer den Chip eher flacher zu spielen, mit einem Pitching Wedge zum Beispiel. Ja, und wenn die Fahne kürzer steckt oder ihr noch weiter vom Grünrand weg seid, dann versucht eher das Sandwedge. Sandwedge 50-50, Flug-zu-Roll-Verhältnis, Pitching Wedge ein Drittel Flug, zwei Drittel Roll. Wenn ihr das trainiert und das umsetzt mit der Technik in dem vergangenen Video, das ich euch nochmal eingeblendet habe, dann wird euer Chippen definitiv besser und ihr werdet das definitiv sehr, sehr schnell an eurem Score merken, dass dieser nach unten geht und dass ihr rund ums Grün wesentlich sicherer werdet. Kommentiert unten dran, ob es euch weitergeholfen hat, liked das Video, abonniert auch den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, aktiviert die Klingel, um immer eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training, viel Erfolg und wir sehen uns das nächste Mal.